Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern habe ich euch den Grand Soiree Trailer gezeigt. Das Video kam mega gut an, mega viel Support, viele Daumen, neue Abos. Ich hoffe, es geht so weiter. Also an alle, die keine Informations-, Tipps- und Tricks-Videos und Livestreams verpassen wollen, was Apex Legends betrifft, seid ihr bei mir genau richtig. Daumen da lassen, Abo da lassen, verpasst da nichts. In diesem Video möchte ich das Event mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich möchte euch den Zeitplan für jeden einzelnen Spiel Modus zeigen, damit ihr den favorisierten Modus, auf den ihr am meisten Bock habt, auch nicht verpasst. Denn laut Trailer seht ihr die 7 Spielmodi, die laufen aber nicht in der Reihenfolge ab, wie ihr es da vorgestellt bekommt. Deswegen zeige ich euch jetzt mal hier ein Bild, damit ihr auch wisst, woran ihr seid und nichts verpasst. Und by the way noch bemerkt, es gibt 4 Skins, die ihr aus eigener Kraft freischalten könnt. In jedem einzelnen Spielmodus könnt ihr maximal 1000 Punkte durch Herausforderungen freischalten. Nebenbei mache ich hier mal noch den Trailer nochmal an, den lasse ich jetzt mal in Dauerschleife durchlaufen. Also pro Modus 1000 Punkte, also könnt ihr maximal 7000 Punkte freischalten und die Obergrenze, um alles freizuschalten, ist bei 5500. Also ihr müsst auf jeden Fall mehr oder weniger dürft ihr maximal nur einen Spielmodus verpassen. Ansonsten könnt ihr nicht bis zum letzten Skin, der Havoc-Skin, alles freischalten. Ich zeige euch jetzt mal den Zeitplan, damit ihr, wie gesagt, nichts verpasst. Wo haben wir es? So, hier ist es. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und zwar gehen wir hier mal grob durch. Also ihr seht hier unten erstmal die Zeitleiste bzw. die Leiste, ab welchen Punkten ihr was freischaltet. Ab 500 Punkten bekommt ihr einen Friedensstifter-Skin. Die zeige ich euch als allererstes mal. Und danach habe ich mal noch ein paar Screenshots von den legendären Skins gemacht, die ihr dann auch in dem Store von Anfang an kaufen könnt. 6 legendäre Skins an der Zahl könnt ihr von Anfang an im Store kaufen. Und es kann tatsächlich sein, dass ihr pro Skin oder pro Pack, gehe ich mal von aus, statt 7 Euro 5 Euro bezahlt. Das habe ich jetzt aber nicht hundertprozentig rauslesen können. Und ihr könnt natürlich wieder durch Crafting-Materialien das direkt euch auch herstellen, wenn ihr Bock habt. So, ich zeige euch erstmal den Peacekeeper-Skin. Das ist dieser welcher. Der sieht nicht schlecht aus, aber ich muss sagen, die man durch Herausforderungen freischaltet, flashen mich jetzt nicht so extrem wie die legendären Skins, die ihr aus dem Trailer kennt. Dann haben wir, zeige euch den Mirage Skin gleich etwas später. Da habe ich nämlich noch den Octane Skin mit drin. Den bekommt ihr zum Beispiel ab 750 Punkten. Dann bekommt ihr ab 2000 Punkten den 301 Skin. Der sieht so aus. Mache ich auch mal noch ein Stück größer. Der sieht auch nicht schlecht aus. Und wir haben als letztes bei 5500 Punkten den Havoc Skin. Der sieht auch eigentlich recht stark aus. Aber ich sag mal, wenn man Season 1 zum Beispiel durchgesuchtet hat, der Skin sieht wesentlich geiler aus. Ab Level 100 Battle Pass oder 110. So, jetzt möchte ich grob mal durch, was heißt grob, im Detail durchgehen, wann welches Event ist und sage nochmal grob, wie es funktioniert. Wir haben vom 14. bis 15. Januar, seht ihr selbst mittig, den Gold Rush Duos. Das ist der Duo-Modus, wo ihr nur goldene Waffen findet. Vom 16. bis 17. Januar ist dann das Live Die Live Event bzw. Modus. Wenn ihr da drauf geht, werdet ihr sofort, wenn die Zone oder bzw. die nächste Runde beginnt, die Zone quasi kleiner wird, werdet ihr respawnen und startet bei euren Mates. Dann haben wir vom 18. bis 19. den Third-Person-Modus, muss ich sicherlich nichts weiter zu sagen, wie der funktioniert. Vom 20. bis 21. Always Be Closing. Das ist der Modus, der mich am meisten interessiert. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welcher der 7 Modi euch am meisten interessiert. Der Always Be Closing Modus ist der, der mich auf jeden Fall am meisten interessiert. Und zwar steht die Zone nicht still und die wird dauerhaft kleiner in dem normalen Tempo, glaube ich, so wie man es kennt. Und sie soll immensen Schaden austeilen. Dann haben wir vom 22. bis 23. den Armed and Dangerous Modus, den wir schon aus Season 2 kennen. Da spielt ihr nur mit Shotguns und Snipern und ihr findet nur weiße Rüstung und das auch sehr, sehr selten. Das ist eigentlich der Modus, der mich von allen am wenigsten interessiert. Der Modus, der wahrscheinlich die meisten von euch am meisten logischerweise interessiert, ist der Kings Canyon After Dark vom 24. bis 25. Januar. Auf den freue ich mich auch mega, mega. Ich habe auch auf das gestrige Video, Entschuldigung, Mundfasching,
viele Fragen bekommen, ob der Kings Canyon denn dauerhaft bleibt. Ich gehe fest davon aus, dass ab Season 4 der Kings Canyon wieder fest anwählbar sein wird, denn manche haben vielleicht noch nicht ganz mitbekommen, dass jeder einzelne Spielmodus nur für 2 Tage da ist, danach ist er wieder weg. So, und dann haben wir als letztes den Dummies Big Day vom 26. bis 28. und das scheint so eine Art PvE-Modus zu sein, denn die Dummies werden ja nicht von jemandem gesteuert, sondern die sind computergesteuert, also gehe ich mal davon aus, dass der nur gegen Dummies, also du spielst halt nur gegen Dummies und hast keine PvP-Gegner. Davon gehe ich zumindest aus. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal im Schnelldurchlauf so ein bisschen noch die Skins durch, auch wenn ihr die hier in dem Trailer schon ein paar Mal wahrscheinlich gesehen habt. Ich möchte sie euch als Screenshot nochmal einzeln zeigen. Mit Mirage und Octane fange ich an, und zwar sind das diese beiden Skins. Der Mirage-Skin oben rechts ist der, den ihr ab 750 Punkten freischalten könnt. Ich habe übrigens darauf verzichtet, euch bei den Punkten noch zu erzählen, dass es natürlich noch XP-Boost Sachen in bestimmten Punkten freizuschalten gibt. Darauf habe ich jetzt verzichtet. Zeige ich jetzt wirklich nur die Skins. Dann seht ihr unten links den Octane-Skin. Das ist einer meiner Favorites aus diesem Event. Der ist so ein bisschen Steampunk-lastig. Der sieht absolut, absolut geil aus. Als nächstes haben wir den Watson und den Caustic-Skin. Der Watson-Skin gefällt mir von den beiden auf jeden Fall am besten. Mit dem Caustic-Skin kann ich überhaupt nichts anfangen. Der sieht auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nicht gerade legendär aus. Das ist wahrscheinlich ein epischer Skin, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Als nächstes haben wir dann den Bangalore und den Bloodhound-Skin, die ihr hier seht. Absolut stark. Also der Bangalore-Skin ist ultra geil. Das ist einer der geilsten Skins, die es von Bangalore jetzt überhaupt gibt. Und der Bloodhound-Skin ist sowieso mega stark. Dann haben wir den Krypto-Skin. Der gefällt mir, bin ich ganz ehrlich, überhaupt nicht richtig. Ich finde, der passt von der Optik überhaupt nicht zum Rest. Der sieht aus wie so ein Raver of Cokes. Keine Ahnung. Das ist für mich alles zu bunt und passt null zum Event. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Pathfinder-Skin hier reinzieht. So. Ich weiß jetzt nicht, welcher Abonnent es war, der gestern kommentiert hat, die goldenen 20er, das passt perfekt zu dem Outfit mit Fliege. Optisch dieser Bart sieht absolut stark aus, also der Krypto-Skin passt da überhaupt nicht rein. Okay, das soll es jetzt von diesem Video gewesen sein. Nochmal Daumen da lassen, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts verpassen wollt in Sachen Apex Legends. Am Sonntag gibt es dann wahrscheinlich den nächsten Livestream von mir. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Ciao.